Warnung! Das folgende Let's Play Video zu Grand Theft Auto Vice City Uncut ist laut USK nicht für Zuschauer im Alter von weniger als 18 Jahren geeignet. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Video zu GTA Vice City Uncut und wir schauen einfach mal, was uns das Ganze hier so bringt. Auf jeden Fall schon mal ein schönes Sportauto. Steig aus, du Lümmel. Und wir nehmen uns die Mission von Colonel Cortez vor, würde ich mal sagen. Na gut, schönes Sportauto ist übertrieben ausgedrückt, aber es ist schon mal ein Anfang, wenn ich erstmal damit lerne umzugehen. Komm, ist mal mit so einer Karre unterwegs, kommen wir gleich eine ganze Menge von der Sorte, wa? Ups. Hört sich gar nicht mal so einfach, so ein Ding. Wo will ich denn hin? Scheiße. Wichtig ist, diese Herzen und Aspirin da beim Krankenhaus sollte man nicht nehmen, vor allem das Herz nicht, weil das kostet da Geld. Meine Fresse, jetzt bleibt doch einfach mal in der Scheißspur, ey! Das ist eine dämliche Scheißkarre! Steuert sich total bescheuert über die Tastatur, die Karre. Ganz ehrlich. Es ist nicht normal mit dem Ding. Na gut, schauen wir mal. Aha, okay. Shit, da habe ich das falsche Auto dafür. Tommy! Come and join me. This looks delicious, eh? Cap your snout. Oh, no, no, no thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Ja, genau. Triff dich mit dem Kurier im Einkaufszentrum, aber nicht mit diesem Auto. Das ist nämlich zu kurz dafür. Das ist der Oceanic besser. Und deswegen hole ich mir so eine Karre nochmal. Zum Glück weiß ich ja, dass vor dem Hotel in so einer Karre steht. Echt, wenn er irgendwo hin überziehen kann, dann macht das mit Volli. Aber wer, der soll einigermaßen in der Spur bleiben. Da strebt der voll dagegen. Da steht ja schon mal ein Oceanic. Ist doch geil. Wie raus die Karre, Junge. Ja, ich weiß, unter all den Karren, die da stehen, hole ich mir die räudigste, aber die ist auch gleichzeitig die längste, also von daher. Und nur auf die Länge kommt es hierbei an. Weil ich will nämlich diesen ganzen Eingang blockieren. Verpiss dich, du blöde Kuh. Will er mich verarschen oder so? So, okay. I give my heart for some giggle cream. Alles klar, da kommt er jedenfalls nicht dran vorbei. Okay, dann wollen wir mal. Can you smell me? Have some respect for your elders. The rain, she's très wet this time of the year. What? Comment? Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord.
D'accord. Oui, l'impérialiste américain pig, that is propriété de votre gouvernement français. Hand it over! You American idiot! They followed you here! Shootez la police! You've got to better, Mr. Snell! Na? Was, du freundlicherweise mal auf die scheiß Maus reagieren hier! Junge, ich kau dir gleich eine! Der lebt ja noch. So, haben wir denn jetzt mal, ja? Okay. Dann bring jetzt mal die Lenkwaffenchips weg. Die kugelsichere Weste werde ich mir auch gleich wieder auffrischen. Denke mal, eventuell bringt mich vielleicht das nächste Erlebnis daran vorbei. So, 5000 Tacken, 500 meine ich. Kommt hier nochmal was, oder? Ah ja, gut. Die Schutzengel. Thomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's men at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz, huh. Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Na gut. Ja. Bevor ich da aber hinfahre, werde ich erstmal... die Rüstung da auffrischen. Upsa. Das hatte ich so eigentlich nicht vorher. Meine Herren! Das reicht's aber gleich. Aber wenigstens sind die gleich abgesprungen. Das ist ja allmählich immer besser. Kann man schon mal nicht meckern. So, dann wollen wir mal die Rüstung auffrischen. Schon besser. Wait. Wait.
Theoretisch könntet ihr auch noch eine Attentatsmission, sage ich schon, wie nennt sich die? Im Englischen heißt es Rampage, ein Amoklauf, genau. Jetzt haben wir sie ja. Das könnte man hier glatt machen, aber muss nicht unbedingt sein. Von daher, was soll's. Hogging all the action, I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti. Let's go. Genau. Ich raste hier gleich aus. Also, tut mir leid, wenn es jetzt total scheiße aussah, aber der hat nicht mehr auf die Maus reagiert. Ich weiß nicht, was da los ist. Dabei hat die ja nicht so kurz bedient, sondern oder so lange nicht mehr, wie auch immer. Das war totaler Mist, ganz ehrlich. Sehr interessant, da stand auch mal ein Oceanic drin. Ui. Oh, muss denn der blöde Bulle da unbedingt... Ich wollte gerade sagen, Junge, das ist rot, die Ampel. You must be Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay. I'll take the balcony, you get the roof across the yard. Aha, jetzt wieder. Zeit wurde ja auch mal. So. So, dann mal gucken. Ja, du legst dich in Zeitlupe, das ist gut. So, okay, mal schauen. Nicht? Aha. Komischerweise, bei der ersten Kamera dauert es immer ewig, bis man die zerballert hat. Das war bei der letzten Aufnahme auch schon so. Aber denke ich, was ich vorhabe. Scheiß dämlich anders. Oh, ich guck an, die liegen selber noch. Ich glaube, immer kam noch einer von da. Aber noch nicht. Diese feinen Ratten, Alter, die wollten da aussteigen, das gibt's doch nicht. Aber nicht mit mich, das ist halt ruhig. Ja, Leute. Ja, normalerweise sehe ich jetzt auf der Markierung, von wo ich als nächstes komme. Aber darauf werde ich mich wieder nicht verlassen müssen. Aha! So, das war das. Jetzt kommen hier eigentlich nur noch ein paar Fußgänger und dann kommen hier noch mal so ein, zwei Autos. Wenn ich mich recht entsinne. Na, und bleiben wir. Gut, ich meine, ich gehe jetzt in Zeitung, aber trotzdem. Aha.
Ach, dann waren das mit dem Transporter die Fußgänger, die dann die Treppe normalerweise hoch hier rankommen. Ist ja geil. My money! Yep, genau, das war sein Geld. Jo, dann mach ich das mal. Und wie kann ich das meine Technologie einkassieren, mein Dude? Ah ja, zumindest hab ich die Munition geholt. Nimm die Scheißkarre auf, Junge. Ich bin froh, dass das mit dem Radio nicht mehr funktioniert. Ah, das ist dann nochmal korrekt. Was machst du da, Dude? Jo, heute spannend, ich mit der Soundtrack vielleicht mal auf den Unfallstand erledigen, aber das lass ich mal lieber. Wo ist denn das Ding? Ach da. Okay. So. Heads, and it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Yep, genau. Shit, where's that guy Lance? Yep, das war das. Und ab geht's. Erstmal zum Hotel, würde ich sagen. Und ich denke, das war's dann mal wieder. Wahrscheinlich wird da noch ein Telefonspruch kommen oder so. Sobald ich wieder von dem Teil abgestiegen bin. Das ist mir aber relativ schnippe. Ne, Quatsch, hier ist es ja mal lang. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Wenn ihr zufällig über diese Folge gestolpert seid und sie euch gefallen hat, freue ich mich auch über ein Abo. Wenn ihr unbedingt einen Daumen runter geben wollt, bitte mit Verbesserungsvorschlag. Weil ansonsten andere Kritiken oder so sind Beleidigung und Gehirn kommentarlos gelöscht und nur konstruktive Kritiken, also Verbesserungsvorschläge sind ein Zeichen von Niveau und nur Leuten mit Niveau will ich gefallen. Also ja, wenn ihr Daumen runter geben wollt und ohne Verbesserungsvorschlag, dann ja, ist es Missfallen auf beiderseitigem Niveau. Tommy, it's Ricardo Diaz. I want to thank you for looking out for me, my man. I heard that prick Cortez, he said you're the real deal, my friend. Will you not come see me? I need a guy like you. All I have now is dickheads. Dickheads everywhere, yo. I make you real rich. Aha. Okay. Ja, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Video. Ich sag dann mal, tschüss.